Hallo und herzlich willkommen zur RML Newbie Box Begleitgitarre, dem Shorty-Sammelmagazin für alle absoluten Begleitgitarrenanfänger. Heute der Nullbund-Akkordgriff G-Dur. Der G-Dur-Dreiklang besteht aus den Tönen G, H und D und wird im Nullbundbereich folgendermaßen gegriffen. Der zweite Finger liegt im dritten Bund der tiefen E-Seite, der erste Finger im zweiten Bund der A-Seite, der dritte Finger im dritten Bund der H-Seite und der vierte Finger im dritten Bund der hohen E-Seite. G-Dur klingt so. Im geschlossenen Akkordbegleitanschlag klingt G-Dur so. Und im gebrochenen Akkordbegleitanschlag könnte er zum Beispiel so klingen. G-Dur mit einem kleinen Basslauf, da kommt auch Freude und auch Spaß auf. Zunächst gucken wir uns aber erstmal eine neue Technik an und die nennt sich Pull-Off oder Abzugsbindung. Und dazu greifen wir erstmal irgendeinen Ton, in dem Fall den Ton E im zweiten Bund der D-Seite. Den greifen wir mal mit dem ersten Finger und nachdem wir die D-Seite angeschlagen haben, ziehen wir den ersten Finger in Richtung G-Seite von der D-Seite ab. Und zwar so, dass der Finger an der G-Seite zu liegen kommt. Und dadurch, dass wir den Finger nicht einfach nur hochnehmen, sondern wirklich zur Seite wegziehen, schlagen wir die D-Seite quasi mit der Greifhand an. Und das ist schon das ganze Geheimnis der Pull-Off-Technik oder der Abzugsbindung, wie sie bei der klassischen Gitarre genannt wird, und gewissermaßen das Gegenstück zum Hammer-On oder der Aufschlagsbindung. Und diese beiden Techniken wollen wir jetzt mal langsam in einem kleinen Basslauf miteinander kombinieren. Wenn du bereit bist und die Bewegung verinnerlicht hast, steigere einfach über mehrere Zwischentempi das Tempo. Und bei Tempo 110 BPM bist du dann ungefähr beim Originaltempo angelangt. Und auch hier wollen wir uns gleich mal angucken, wie wir diesen Nullbundakkord G-Dur so ein bisschen mit Farbe anreichern können. Wenn du daraus zum Beispiel G Major 7 machen möchtest, legst du den ersten Finger in den zweiten Bund der hohen E-Seite, dämpfst mit dem zweiten Finger die A-Seite ab, sodass die außer Gefecht gesetzt ist, lässt den dritten Finger einfach liegen auf dem D und schon hast du G Major 7. G Major 7 wieder ein Vierklang mit einer wunderschönen Farbe, besteht aus den Tönen G, H, D und Fis. Aus G-Dur wird G Major 7. Dann könntest du in diesem Bereich auch noch anders greifen, zum Beispiel so, hast du auch die Töne G, H, D und Fis an Bord. G, H, D, Fis. Wichtig ist dann aber, dass du die tiefe E-Seite und die A-Seite nicht mit anschlägst, weil die nicht Bestandteil des Akkordes G Major 7 sind. Das ist ein sogenannter Vier-Seiten-Akkord und der fällt eigentlich ein bisschen aus dem Rahmen dessen, was ich dir hier erklären möchte. Nimmst du einfach mit. Also Nullbund-Akkord G-Dur, G Major 7. Das wäre G7 mit der kleinen Septime und das sieht natürlich ein bisschen verknorgelt aus und deswegen greifen wir hier komplett um. Das heißt, der dritte Finger greift jetzt den Ton, den vorher der zweite gegriffen hat, der zweite den, den vorher der erste gegriffen hat und der erste Finger greift den Ton F im ersten Bund der hohen E-Seite und wir haben unser G7. G7 mit den Tönen G, H, D und F. G7 könntest du auch greifen, indem du zusätzlich noch den kleinen Finger auf den Ton D legst. Dann hast du das D zweimal drin und dafür das H nur einmal. Gibt ein bisschen eine andere Farbe, ist aber alles G7. Genauso könntest du übrigens auch beim G Major 7 einfach den Ringfinger weglassen und das H verdoppeln. Entscheidend ist bei einem Akkordgriff immer der Grundton und ob alle dazugehörigen Töne vorhanden sind, nicht wie oft sie vorkommen. G7, ein sogenannter Dominant-Sept-Akkord, trägt eine Spannung in sich und löst sich auf nach C-Dur. G7 nach C-Dur. Merken, G7 löst sich auf nach C-Dur. Auch nach C-Moll, aber in diesem Fall nach C-Dur. So, das war's schon wieder mal für heute. Aufs nächste Mal wird sich gefreut. Zur Erinnerung, viele weiterführende Informationen zur einfachen Liedbegleitung auf der Gitarre, die ich in diesen Shorties nicht behandle, findest du in unserer RML-Aktie Blau. Wenn du Fragen hast, Fragen posten. Tschüss und keep on training.